Hey ho, meine Legionäre und willkommen zu diesem. Nimm's auf. Ja, sehr schön. Ja, nochmal. Hey ho, meine Legionäre und willkommen zu diesem neuen Part von Minecraft. Ja, hat sich jetzt noch nicht viel getan. Ich hatte eigentlich mal vorgehabt, hier noch ein bisschen vorzuarbeiten, habe ich schon was sein lassen. Und ich habe eine Idee, wie ich das machen kann, dass ich hier einfacher rein und raus kann. Und zwar gibt es einen einfachen Trick mit Tür. Und ja, mal gucken, vielleicht werde ich dann auch später nach dem kleinen Let's Play hier, wie gesagt, das hier ist nur ein kleines Projekt. Aber ich würde das halt gerne mal hin und wieder dann halt auch dann für mich so alleine spielen. Und da hätte ich schon Bock drauf, sowas unterirdisch zu bauen, also unter Wasser, so wie so ein wie so einen großen Tempel halt. So. Erst mal gucken, wo haben wir Holz? Hab ich Holz einstecken? Ja, habe ich. Sehr schön. Ja, nicht wundern, falls ich vielleicht ein bisschen gedrückt oder deprimiert klinge. Macht euch da keine Gedanken. Es ist heute, also heute ist es ein Jahr her, dass meine Nachbarin, mit der ich letztes Jahr sehr viel zu tun hatte, verstorben ist. Und das ist natürlich dann jetzt für mich so ein Ding, wo ich mir so sage, nee, eigentlich wollte ich heute nicht aufnehmen, aber sonst habe ich dann, ich werde mal gucken, dass das die erste Folge kommt wahrscheinlich dann am Mittwoch oder so. Und heute ist Dienstag. Ich muss das ja noch alles rendern, schneiden gleich nicht viel, aber halt rendern, hochladen. Und dass mir der Zeit nicht so prickeln geht, werde ich auch nicht 24/7 am PC sitzen. Ich habe jetzt sozusagen ein bisschen Magen-Darm und denke mir so, ja, lass mal einfach nichts machen. Einfach nur den ganzen Tag im Bett liegen und einfach sagen, scheiß drauf. Aber bitte nicht im wörtlichen Sinne. Das wäre eklig. So, das ist dann der Eingang dahin. Wie gesagt, das hier ist nur ein Professorium. Ich will das dann halt mal dann. Eigentlich ist es halt so geplant, dass ich hier nur so eine kleine Unterwasserbasis mache. Und dann muss ich mal die anderen fragen, wie das ist mit Koloniegründen. Weil wenn es wirklich so ist, dass bei meinen Kolonies nur einer eine Kolonie, also dass man nur eine Kolonie gründen kann, dann ist es natürlich für mich ein bisschen doof, weil ich. Okay. So, und das Schöne ist, Tür auf, kein Wasser. Ausgehen, reingehen. Tada! Das heißt, falls ihr das, ich meine, die meisten Minecrafter müssten das eigentlich wissen. Aber wenn ihr mal so einen Zugang haben wollt, macht's euch einfach. Man steht ja stundenlang hier. Ja. Der Plan heute ist, noch ein bisschen hier nach rechts und links dann halt ja, das zu erweitern. 1, 2, 3. 4. 4. 2, 3, 1, 2, 3. Sehr gut. So. Jetzt kann man natürlich hier außen dann. Oh, ich habe natürlich kein Glas in der Hand. Perfekt. Und jetzt habe ich natürlich das Problem. Kacke, das wollte ich nicht so breit machen. Was kann ich machen, damit ich unter Wasser länger atmen kann? Natürlich könnte man einen Trank brauen, aber woher? Ich habe jetzt hier nichts. Habe ich das da oben noch so gemacht? Ja, ist natürlich doof. Okay. Nein, zurück! Ah, ich brauche echt. Ich will mir meine Rüstung nicht zurückholen, aber hier wäre es echt vonnöten. Ja. Schon doof. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn das Licht manchmal ein bisschen zu rötlich ist. Ich kann es auch ein bisschen bläulicher machen. Moment.
Na, jetzt seht ihr dann bloß von der einen Seite das Problem ist, die eine Seite wird halt rötlich angestrahlt und die andere Seite wird halt bläulich angestrahlt. Also theoretisch nicht, weil das ist halt so. Ah, aber ja. Wird eh noch ein ganzes Stück dauern, bis ich hier dann soweit bin. Oh, oh. Oh. Ist schon wieder. Ja, ist schon wieder Easy Mode an. Wer macht denn das immer aus? Also, es ist wieder Peaceful an so rum. Ist eigentlich letztens mit Absicht wieder ausgemacht gehabt. Nee. Kacke. Oh. 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 Grauenvoll, wenn man so wenig dann hier schwimmen kann. Wie gesagt, ich werde jetzt hier ein bisschen den Glasdom bauen. Und dann muss ich mich auf die Suche machen nach Schwämmen. Ich weiß, wir haben im Lager auf jeden Fall noch Schwämme. Und theoretisch kann ich auch einfach dann, ich habe da hinten irgendwo so ein Dings zum Rübergehen. Ja, also wenn ich jetzt hier drüben an Land gehe irgendwo, da hinten, ich habe mir das Gebiet halt rausgesucht, aber es gibt halt hier überall in der Map diese Waystones verteilt. Da drüben ist der. Den habe ich noch umbenannt. Und damit könnte ich mich theoretisch zurückporten. Weiß ich noch nicht, ob ich das nur mache, um Schwämme zu holen. Ansonsten brauche ich sie eigentlich nicht. Die Frage ist halt jetzt noch so. Ich finde das, also so von unten her, von unten, so von hier oben, sieht das ja schon mal richtig nice aus. Wir haben dort diesen kleinen Glasgang. Wobei ich natürlich sagen muss, dieses Viereckige sieht irgendwie besser aus. Ist aber auch schwierig. So, jetzt gehe ich erst noch mal ein bisschen Sand abhacken hier. Hier ist natürlich wieder doof, diese Horseshoes als Talisman zu haben. Weil das ist halt, damit laufe ich halt automatisch nach oben. Wenn ich irgendwo an die Kante gehe, hier so, zack, stehe ich oben. Ja, nochmal so auf das Thema anzusprechen. Ich habe jetzt die letzten Tage halt so drüber nachgedacht, was ich machen könnte halt für die Nachbarin, also für die Kids. Jetzt so ein Jahr später, ich glaube, mir ist da nichts eingefallen. Weil ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht derjenige, der da irgendwie zur Familie gehört und ich will da auch nicht mehr rein vorwerken. Es ist halt einfach bloß für mich. Für mich ist einfach ein Verlust von einem guten Nachbarn, also von einer guten Dame, die halt als Nachbarin war. Wie soll ich sagen, sie war halt eine gute Nachbarin, eine gute Freundin, mit ihr konnte ich viel reden. Vor allem auch über Dinge, die so persönlich mich so psychisch mit betroffen haben. Und die haben auch dann, als sie halt wussten, so, jo, der ist ein bisschen anders als die anderen Mädchen, so nach dem Motto. Die haben auch gelegentlich mal nachgefragt, wie es einem so geht. Und das ist halt dann das, wo ich so sage, das macht eigentlich im Normalfall heutzutage keiner mehr. Deshalb bin ich da auch immer sehr dahinter gewesen, dass wenn dann jemand gesagt hat, hier, jo, deine Nachbarn sind ja voll die Assis oder so. Ey, da ist bei mir schon das Messer, das Bein hoch und runter rotiert. Da, bei sowas, da verstehe ich keinen Spaß, weil es ist halt, tue ich es am besten aus. Die Menschen geben sich bei dem, was sie machen, sehr viel Mühe. Und vor allen Dingen, sie sind auch keine schlechten Eltern. Nur weil man jetzt, nur weil man jetzt 5 Kinder oder 10 Kinder hat. Ich meine, ja, 10 Kinder wäre vielleicht ein bisschen hart und ein bisschen viel Arbeit, aber ich sehe jetzt nicht, wo jetzt eine Anzahl von vielen Kindern jetzt einen zu einem Assi macht. Asozial ist für mich das Thema halt, wenn man asozial ist. Nicht asozial im Sinne von so die richtigen Assis, sondern halt wirklich so,
unsozial. Weil das Thema Assi, das ist halt immer so, verstehe ich nicht, wie man jemanden als asozial bezeichnen kann, nur weil er halt nicht sich die besten Klamotten oder so leistet. Muss man ja nicht. Man muss ja nicht mit irgendwas pranzen, was man eigentlich nicht braucht. Wenn man das Geld nicht dafür hat, ich sag mal so, die Markenklamotten sind auch nicht immer das Beste. Die müssen nicht das Beste sein. Ihr könnt mit Markenklamotten genauso einsteigen wie mit Billigklamotten und die können halt kaputt gehen. Sogar schneller als die Markenklamotten. Manchmal, das ist nicht so schlimm, dafür kannst du halt für das Geld auch 3 oder 4 Mal mehr kaufen. Und manche Billigklamotten, die sind dann einfach kuscheliger als so ein anderes Zeug. Kann man ganz einfach sagen. Ich zum Beispiel ziehe gerne solche Hemden an. Das ist Raw Marble. Den könnte ich als Boden benutzen. Wie viel habe ich? 14. Also ich sag mal, Hemden, wie kannst du euch das mal beschreiben? Ja, ganz normal, so ein langärmliches Hemd. Wo ist denn hier so, keine Ahnung. Nö, kein Wasser. Ich weiß nicht, ob es mir steht oder nicht. Ich ziehe es halt bloß gerne an, weil es halt gemütlich ist. Und wenn man dann solche etwas plüschigeren Hemden hat, dann hat man auch was, wo man sich mal hinsetzen kann und dann so sagen kann, so, yo, das ist jetzt angenehm, das ist bequem. Da kann man auch mal, ich übertreibe jetzt mal eine Woche lang, wenn man am PC sitzt, anhaben, ohne dass man sich denkt, so, yo, das sieht jetzt irgendwie voll schmuddelig aus. Oh, voilà. Sondern ist einfach, man hat halt ein Hemd an. Sieht nach was aus, kostet nicht viel und man läuft halt nicht in einem Kartoffelsack rum. Das ist halt das, worauf ich zum Beispiel mal achte. Dass meine Klamotten nicht aussehen wie Kartoffelsäcke. Aber man kann ja auch, wenn man zum Beispiel jetzt wie ich in Hartz IV ist, muss man ja nicht so rumlaufen, als würde man irgendwie Kartoffelsäcke tragen. Ich meine, wenn man jetzt gar kein Geld hat, keine Ahnung, dann sollte man vielleicht aufhören zu rauchen oder andere Dinge zu konsumieren. Wie Alkohol. Und falls ich nicht erwähnt habe, Alkohol, weil das ist Alkohol und Zigaretten sind das teuerste. Spart euch einfach das Geld. Klingt doof, wenn ich sowas immer sage, aber bringt es euch was? So. Da bringst du mich mal wieder hier rüber. Moment, gibt's hier Schildkröten? Wo konnte ich das hier nochmal nachgucken? Ah, hier sieht man's. Das sind alles nur Fische. Fischies. Hier ist eine Schlucht. Okay. Das hier ist zum Beispiel auch was. Hier ist auf der Karte ist das grün. Aber wo wir drüben gewesen sind, das war ja so grau. Das habe ich halt auch nicht verstanden. Und das hier drüben ist halt grau und weiß von Stein und Schnee wahrscheinlich. Aber das hier sieht aus, als würde es ja nicht so hergehören. Irgendwie so wie... Das hier passt, aber halt, es ist so eine krasse Kante. Sieht halt auch irgendwie immer komisch aus bei Minecraft. Ich habe jetzt da nichts gefunden. Schade. So, dann gehen wir mal wieder runter. Stecken noch ein bisschen hier unser Lager ab. Unsere neue Base dann. Zack, zack, zack. Wie waren es hier drüben? Das ist schon 1:4? Nee. Also das mit dem Bi, das werde ich jetzt noch ein paar Tage hören, weil das wird einfach, das wird mir nicht langweilig. 3 und dann ist das hier. Oh oh. Böses Wasser, ganz böse. Okay. 1, 2, 3.
Eieiei. Aua. Ah. Uff. Oh. Ja. Also falls ihr mal zwischendurch so von einer Sekunde auf die andere bei den nächsten Folgen so ein bisschen mal so einen harten Cut zwischendrin habt, so wenn ich rede und einfach so Cut. Kann passieren, wie gesagt, bei uns geht jetzt gerade ein bisschen Magen-Darm um. Das heißt, wenn ich dann mal eine Runde auf die Schüssel renne, dann schneide ich das natürlich raus. Sei denn, irgendjemand möchte mich da ganz laut auf der Schüssel rumbrüllen hören oder sowas. Ah! Au! Au! Hey! Unfair. Aber irgendwie sieht das schon geil aus. So, jetzt. Warte mal. Kann man. Ach, hier kann ich Glas suchen, so. Komplett durchgängiges Glas. Eine Glasscheibe. Mich würde es halt interessieren, ob es das gibt. So Glasscheiben, die sich miteinander verbinden. Und ich glaube, das liegt an den Texture Packs, ne? Weil ich hätte gern, dass diese Texturen sich hier miteinander verbinden. Weil wenn das so ein durchgängiges Ding ist, das sieht bestimmt viel geiler aus, so als Glaskuppel. Oh. Aber. Nee. Ich mache mir gleich irgendwo so einen Unterstand, wo ich dann nicht so abgefuckt werde davon. Ich weiß, was ich mache. Ja. Ah. Ganz schön Ruhe arbeiten. Okay. Ich glaube mal, ich bin hier ein bisschen zu weit zu schnell rübergegangen, aber das ist nicht so schlimm. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Jetzt durch mein Glas wieder hier alle. Luft. Ja. Und diese Schläge, die ich da kassiere hier. Grauenvoll. Luft. Zurück. Ja. So langsam denke ich mal auch, ist dann unser anderes Zeug schon durchgebraten. Da gehe ich gleich gucken. Und in der Zwischenzeit, das hier drüben ist halt. Moment, 1, 2, 3, oh, ist wirklich eine Reihe zu viel. Oh, ja. Übrigens nicht, dass ihr euch wundert, falls ich mal zwischendurch immer ein bisschen nach unten schaue. Ich habe nebenbei noch Summoners War am Laufen. Und zwar mit meinem, also wer das Spiel kennt, ich spiele einen Lichtfinsternis-Account. Also nur Lichtfinsternis-Monster. Das ist halt nicht so einfach. Oh. Jetzt muss ich mir am besten noch ein, zwei Türen basteln. Läuft mal? Ja, sehr gut. So, ich werde in dieser Folge einfach noch versuchen, den Glasdom fertig zu machen und dann gucke ich mal, ob ich mir wirklich einen Schwamm hole, um das dann auszutrocknen hier. Eigentlich will ich es nicht, weil ich hatte gesagt, ich will halt nicht auf das andere zugreifen. Halt hier. Du hast ja noch nicht mal fertig durchgerannt. Ach, egal. Das heißt, ich fülle das dann mit Erde auf.
Erde oder Stein oder sowas und dann wird das nach und nach abgebaut von oben nach unten. Hat halt dann denselben Effekt. Wenn man hier 10 verschiedene Spiele spielt, überall ist Rennen, Shift, hier ist Schleichen, Shift. Jetzt ist Steuerung hier Rennen. Luft. Theoretisch könnte ich auch immer an der Wand irgendwo solche Fackeln hängen, aber das ist nicht so mein Ding. Das ist nicht mein Jam. Okay. Luft. Kann ich ja theoretisch von hier aus schon weiterbauen. Oh. Ich wundere, ich muss jetzt ein bisschen hier spammen, weil ich jetzt keine Lust habe, nochmal abzutauchen irgendwie. Abzutauchen, ja. Durchzustarten. Vielleicht habe ich ein bisschen zu wenige Öfen für das Glas. Vielleicht muss ich einfach dann mal zwischen den Folgen das ein bisschen so durchlaufen lassen. Ich habe mich jetzt auch... Oh. Nee, doch, war richtig kacke. Ui. Ah. Immer dieser Schaden, das nervig. So, das heißt, ich mache jetzt hier dann den Deckel zu. Oh Gott, habe ich das hier wirklich doppelt gemacht? Habe ich das drüben auch doppelt gemacht? Nee. Nee, weil hier habe ich es von außen nochmal drauf gesetzt. Ja, okay. Na, ist egal. Die Feinarbeit machen wir dann später. Weil ich bin gewohnt, ich will immer noch nach da drüben gucken, nach der, zu der Kamera. Ist aber gar nicht mehr dort. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich könnte natürlich einfach die Tür hier irgendwo in die Mitte reinstellen. Da könnte ich von jeder Seite aus in der Mitte dann an die Tür ankommen. Der nächste wird zwei breit. Das ist am besten. Ja, ich denke mal, dass ich dann hier ringsrum. So, das ist die innere Seite hier. Das mache ich natürlich auf der Seite hier auch nochmal dann. Warum bist du hier? Oh, Hilfe. Gar nicht aufgepasst. Jetzt einfach straight up dort hängen geblieben und gedacht so, jo, jetzt sterben wir mal eine Runde. Okay. Du kannst da oben dich gleich mal verziehen. Dich habe ich nämlich gar keinen Bock. Ja, perfekt. Mehr Glas, au. Hä? Ich war an Land und hab da noch mal eine ordentliche Schelle kassiert. Was soll denn das jetzt? Das ist ja unfair. So, okay. Mal gucken. Oh, wir haben schon wieder 25 Minuten. Die Zeit vergeht aber auch schnell. Ich lasse jetzt mal hier zwischen dieser und der nächsten Folge mal ein bisschen das hier durchbrennen.
Ich lasse da halt jetzt den ganzen Sand durchbrennen und da das alles im Voraus aufgenommen ist und ich halt dann immer erst dann, also zwischen dieser Folge und der nächsten Folge ist dann noch ein Tag frei. Und dann gucke ich auch mal in die Kommentare rein und dann gucke ich auch mal. Aber wie gesagt, das ist halt alles schon ein bisschen vorproduziert. Das heißt, so auf Tipps und Tricks kann ich halt nicht eingehen, großartig. Aber ich werde schon mal sagen, dass ich dann innen drinne alles dann mit Sand oder mit Stein und wir das dann leer bauen, sodass dann halt nicht irgendwie ihr das Gefühl habt, ich mache jetzt die Hälfte mit irgendwelchen Sachen, die ich schon mal hatte. Das heißt, alles, was jetzt hier ist, habe ich mir auch hier erspielt. Also auch, also bis auf den Blumensack, das Botanica, das sind halt die Sachen, die ich immer mit habe. Und den Building Tool, den hatte ich halt auch noch mit und was ich nicht wusste halt. Ja, mein Gott, ich habe halt das ganze Essen, 32 Steaks mitgebracht, weil ich dachte, ich brauche was zu essen. Realität. Bei uns ist ja immer noch peaceful und das kann ich halt gerade nicht ändern. Oder zumindest, ich wüsste jetzt gerade auf Anhieb nicht, wie ich es ändere. Ich glaube, ich habe die Rechte dafür nicht mehr. Weiß ich nicht. Aber von hier aus sieht es schon mal gut aus. Na, gucken wir mal. Ja. Hey. Ja, sehr gut. Ja. Kann ich zoomen? Ne. Auch nicht auf C. You don't have any modular items in inventory. Ah, das war wieder. Okay. Okay. Oh ja, unsere kleine Winterkuppel, also Weihnachtskuppel, sieht schon mal ganz nice aus. Natürlich muss ich sie erst obenrum freilegen, um dann unten den Boden drunter zu basteln. Und dann hoffe ich, da drinnen einen kleinen Baum zu basteln. Dafür brauche ich dann Eisen. Das heißt, ich muss wieder ein bisschen minen gehen, um eine Schere zu basteln. Shit. Egal. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, immer schön gesund bleiben und ciao, ciao.